Oh. Wow, ein energiegeladener Ginger-Stream am Morgen. Oh. Lol Games, hallo, danke schön für 25 Monate, hallo. Wir werden alle alt. Wer scheißt jetzt hier rein? Hallo, Cranky, hallo, Cranky. Damit, ihr habt das gehört, das lief bei mir über Boxen. Während ich mir meinen Kaffee gemacht habe. Ey. Ja. Wann bist du aus dem Bett gefallen? Ja, eben. Ja, gerade eben bin ich aus dem Bett gefallen. Wann soll ich denn sonst aus dem Bett gefallen sein? Was ist das für eine Frage? Dem Danny, danke schön für deinen Sub. Willkommen bei den Ginger Ninjas. Hey, what the fuck? Gumba Schmumba, danke für 14 Monate. Knuffel, hallo auch an dich. Hallo Knuffel, danke schön für 31 Monate. Du klingst so müde. Du klingst müde. Du klingst müde. Nicht ich. Oh, mich hupt's. Oh, 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 oh. Ja. Ja, sehe ich genauso. Hallo, Yashin. Hallo. Guten Morgen. Deine Mama klingt müde. Nein, deine Manga. Deine Manga klingen müde. Lies die mal mehr. Was? Wow. Sipi! Sipi! Für 13 Monate. Oh mein Gott. Ja, wir haben ja einen total nicht cozy, energiegeladenen Frühstückstream. Deswegen verschenkt eins uns jetzt ein Sorgun. Erstmal 10 Subs. Ahaha. Genau, au au, und zerfalk sie auch nochmal 2. Ja, genau, haha, Hype, energiegeladener Frühstückstream, hallo, guten Morgen. Warum kriegst du Nüsse ab? Du, ich ja nicht, ich krieg Geschenke ab, weil Leute mir Geschenke ins Gesicht werfen. Ich weiß auch nicht, warum die sowas tun. Also, jetzt habe ich eine Nuss abgekriegt. Frag meinen Chat, warum die mich damit bewerfen müssen. Morgen Ninja, wie geht's dir? Heute Morgen Sport? Nein, heute Morgen Minecraft. Ist fast dasselbe. Oh Gott. Dankeschön, ich bin... Au. Warum? Was habe ich euch getan? Wieso? Wieso seid ihr wieder alle so wach? Es ist... 10:20 Uhr. Konga, danke, danke für fast 2 Jahre. Dankeschön. Hampelmänner jetzt, no, no. No Hampelmänner. No Hampelmänner heute. Dankeschön. Dankeschön fürs Papa. Nenn mich nicht wach. Nicht? Ihr wirkt aber alle irgendwie schon so wach. Ihr seid viel zu wach für mich und mein Gemüt. Ich höre dich jetzt zum Schlafen. Was? Warum hörst du mich jetzt? Warum hörst du mich jetzt zum Schlafen? Das geht doch nicht. Ah ja, ja. Wotan, danke schön, Wotan, für dein Sub. Willkommen bei den Ginger Ninjas. Jinja ist es Blot Jinja war es Blot Jinja war es Blot Jinja war Jinja Lul. Das erste, was ich in den Chat komme, ist ein Furz Jinja Star. Das ist der Frühstücks-Content, den ich brauche, Jinja Lul. Und damit guten Morgen, liebe Jinja und lieber Chris Jinja Squish Jinja Till. Guten Morgen, Extreme Brother. Natürlich wird direkt einmal richtig fett reingeschissen. Natürlich. Oh, ich bin übelst tot im Bett, ganz bestimmt nicht wach. So muss das. Leute, die aufwachen, direkt wach sind. Die sind Aliens oder so. Keine Ahnung. Wer wacht denn auf und ist direkt so, wow, energiegeladen. Haha, ich bin so glücklich. Ich bin so froh. Ich bin so toll. Ich starte in den Tag. Und ich bin halt so ein richtiger Grumpy-Aufwacher. Und ihr kriegt das jeden Morgen mit. Und ich frage mich jedes Mal, warum ihr euch das freiwillig geil anguckt. Wie Grumpy Ginger ein bisschen Minecraft spielt und langsam wach wird. Guten Morgen, Jinja und Chat. Ich wünsche euch einen super schönen Sonntag. Aber ich lög heute nur aus dem Bett. Ach, mit. Scheiße. Meine Magen-Darm-Grippe ist real as F. Ja, schau, dass du gesund wirst, Jugo. Alles gut. Gute Besserung dir. So eine Scheiße. Shadow Wolf, danke für deine Subbies. Leute, warum haben wir halt schon Level 7? Guten Morgen. Schön, dass ihr alle so wach seid. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Darauf erstmal einen Schluck Kaffee. Wie du da so anders funktionierst, tatsächlich. Ich fahre so 15 Minuten hoch, du in einer Stunde. Was?
Buu. Yinja Dab. Buu, hallo Niro. Hallo, Buu auch an dich. Patze, danke für 17 Monate, hallo. Hallo allgemein an alle. Guten Morgen. Na, ihr? Na? Oh, Fogman. Ich bin halb am Schlafen. Ja, ich auch. Da sind wir schon zwei. Da sind wir schon zwei dann. Aua. Also die Sache ist, ich bin ja wach, aber ich bin nicht so richtig wach. Ja, genau. Ich schlafe noch innerlich, wie Feuerstachel sagt. Ich bin wach, aber nicht so richtig, richtig wach. Ich schlafe innerlich noch. Deswegen, ja, ja. Amy, viel Erfolg dir. Ich hab ein Brot mit Nutella und ein Kaffee. Das muss mich carryen heute. Hä? Gamer Max, wenn du um 6 Uhr schon gefrühstückt hast, hast du doch bis jetzt schon wieder Hunger, oder? Weiß nicht, wo das Problem ist. Das ist jetzt das zweite Frühstück. Let's go! Ich sitze innerlich wach mit einem Käffchen. Ich habe auch ein Käffchen. What about a second breakfast? Ja. Um 6 Uhr. 4 Stunden, da hat man noch keinen Hunger. Wenn ich gefrühstückt habe, habe ich 2 Stunden danach wieder Hunger. Nach 4 Stunden wäre ich schon tot, glaube ich. Guten Morgen. Den Energielevel halten. Ich finde das voll krass, dass manche aufwachen und direkt mit Full Energie starten. In den Tag. Und ich bin so einer, mich kotzt das voll an. Ich bin dann richtig grumpy, wenn andere so energiegeladen sind, weil ich lade meine Energie bis zum Abend auf. Abends bin ich dann irgendwann richtig energiegeladen. So über den ganzen Tag hinweg lade ich die Energie auf. Und dann am Abend, dann bin ich irgendwann full Energy. Bis ich dann halt wieder schlafen gehe. Also bis meine Energie dann wieder so... bis ich wieder müde werde. The Dark, True Darkness! Danke Sam für 9 Monate! Dankeschön, guten Morgen! Guten Morgen! Dankeschön! Oh, das erste Mal im Stream. Hallo, Suilu, hallo. Powerschlaf aufladen. Ja, sozusagen, I guess. Ich mache ja auch manchmal Naps mitten am Tag. Die helfen mir auch dann. Zweites Frühstück klingt gut, mache ich mir kurz. Hä, ja, guck mal, endlich jemand, der das appreciated. Hallo? Also ich frühstücke meistens so gegen 10 oder 11. Und um 14 Uhr esse ich meistens Mittag. Also ich nach dem Frühstück koche ich meistens direkt Mittagessen. Und dann esse ich das halt auch so gegen 14, vielleicht 15 Uhr. Je nachdem, was es ist und was ich noch tun muss und ne. Boah, dankeschön für 31 Abos, 2000 Bits, Leute, zum Morgen. Guten Morgen, Leute, dankeschön. Wenn du jetzt aufstehst, dann hast du so und so viel Zeit, an deinem nächsten Video zu schneiden. Dann habe ich Bock aufzustehen. Was? Das ist ja ein fucking Macher-Mindset. Ich stehe auf und denke mir, wenn ich jetzt liegen bleibe, bleibt mein Bett immer noch so gemütlich. Und ich kann einfach weiter schlafen. Oh. Wenn ich jetzt weiter liegen bleibe. Ach Mann, ey, Killer Snowy, dankeschön für 40 Monate. Wenn ich jetzt liegen bleibe, fühle ich mich später schlecht. Das fühle ich eher. Nee, das ist mir noch nie passiert. Ich bin so eine Mischung aus beiden. Bei mir ist es in der Woche beziehungsweise generell, wenn ich arbeiten muss, direkt wach sein und Full Power Mode. Wenn ich nicht arbeiten muss, bin ich eine Zeit lang recht ausgepowert. Aber eventuell auch daran, dass ich, wenn ich arbeiten muss, immer direkt nach M aufstehen, dusche, Looney Sink.
Oh ja, könnte sein. Vielleicht irgendwie diese Routine und dieses Duschen morgens macht dann vielleicht auch ein bisschen, gibt dann noch ein bisschen so Freshness und dann wird man ein bisschen wach, ne? Das könnte sein. Ja. Bei mir macht es keinen Unterschied, also ich bin immer müde. Okay, das ist ungeil. Oh, scheiße, was mache ich denn? So, Leute, ich mache mich mal ein bisschen kleiner und wir fangen mal an, unser Just Chatting auf in Minecraft zu verschieben, okay? Also wir, nicht, dass ihr denkt, wir spielen jetzt Minecraft. Ich will euch keine falschen Hoffnungen machen. Aber wir verschieben mal ganz kurz unser... Oh, ich habe das Fenster noch offen. Lol, das mache ich mal kurz zu. Wir verschieben mal ganz kurz unser Just Chatting auf in Minecraft. War jetzt zum Glück nicht schlimm, dass das Fenster offen war, aber ich mach's dann doch jetzt mal zu. Aua! Hey! Aua! Wer macht denn sowas? Warum werde ich jetzt gehauen? Au. So, muss ja nicht jeder und seine Mutter zuhören. Dodge the Bullet, Fenster war offen. Steht das auf dem Bingo? Was steht eigentlich noch alles auf dem Bingo? Wir haben schon lange kein Bingo mehr gehabt, ne? Ist da immer noch drauf, dass ich gebannt werde dieses Jahr? Glaubt ihr wirklich daran, dass ich gebannt werde dieses Jahr? Safe nicht, oder? Ich bin so seso und so, hier passiert nie was. Ja, Sportstream war ja drauf. Oh, Sportstream! Nach dem gestrigen Stream, ja. Was war gestern? Ja, gestern haben wir Pokepark gespielt, das war ein Kindergame. Was für gebannt werden bei Pokepark, what the fuck? Wer wird denn bei Pokepark gebannt? The fuck, man. Wenn Ginger weitermacht mit Pokepark, Chancen steigen. Hä? Wie oft hast du gestern nochmal ficken gesagt? Gestern? Gestern doch nicht. Ich würde das niemals, dieses Wort würde ich niemals in den Mund nehmen. Hallo, du bist ein Schleim. Und ich bin ein Schleim. Willst du mich einschleimen? Die sind so süß. So, ich lass die Babys hier mal. Babys. So, die Babys stören ja keinen mehr. So, Chat, wir haben hier so was gebaut. Ja. Und, oh ja, wir haben Fenster reingemacht. Ah, I remember. Torhagen, dankeschön für 14 Monate. Bist du Schleim? Vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich auch einfach müde. Aber wir sind schon richtig weit gekommen mit dem Haus. Gingers morgendlicher Schleimriss. Kleine Würfel sind süßer als große. Ja, ich mag alles, wenn es so ein bisschen klein ist. Immer so Gucci, Gucci, Gucci. Oh, bist du süß? Du kleines, oh, du Gucci, Gucci. Nicht böse gemeint, aber das sieht nicht schön aus. Hä? Wieso sieht das nicht schön aus? Ich finde, das sieht voll schön aus. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Also, meine komischen Dreckspalten und der Cobblestone da, das vielleicht jetzt nicht so, aber ich finde, das ist adorable. Hallo? Hast du guckst? Nein, Majora, das sage ich nicht, wenn ich in den Spiegel gucke. What the fuck, man? Was finde ich schön? Das ist adorable, dieses schöne Haus hier. Funktionalität über Ästhetik. Wir machen mal ganz kurz das Bild wieder an hier. Jetzt machen wir bestimmt auch unten noch die Fenster rein. Als nächsten Schritt wahrscheinlich. Wir sind halt bald fertig. Und dann irgendwann das Tor hier noch. Ich finde es schön, außer dass es unter der Erde ist. Warum ist das Haus weniger schön, nur weil es unter der Erde ist? Ich finde das voll geil.
Ich glaube, das Einzige, was vielleicht ein bisschen Abfuck ist, ist, dass es so riesig ist. Oh nein, das ist voll geil. Schade, wenn ich allein hier stehe, dann macht mich das schon ein bisschen feucht. Warum kackt die ganze Zeit mein Tracking ab? Ich habe die Infrarotleiste umgedreht und auf den Tisch gelegt. Stört die immer noch? Muss ich die Infrarotleiste vielleicht ganz vom Tisch runterwerfen? Man. Wow. Alimanix, dankeschön für 14 Monate, dankeschön. Ist halt ein Haus in einer Höhle. Ja, das ist die gute Höllentaverne in der Hölle. Die passt amazingly gut hier rein. Feucht wegen Schwitzen, genau deswegen, ja. Ich muss halt irgendwann mal hier anfangen, so richtige Wege hinzumachen. Und die abzäunen. Damit nicht einfach überall random Fackeln stehen müssen, wisst ihr? Da habe ich halt so mit Laternen und dann halt damit. Könnten Sie die Zeit etwas genauer definieren? In Jahren zum Beispiel? Och, damit, ne? Fick dich. Damit, fick dich. Ach, damit, du hast einen Creeper-Sound ge. Ich war einfach taub. Ich habe es nicht mal gehört. Ich habe den Creeper-Sound nicht mal gehört. Dankeschön, aber. Und danke, Destructivus, für deine Gurke. Hallo, Destructivus. Guten Morgen. So, dann müssen wir nämlich, muss ich so einen festgefertigten Weg, wo halt, oh, der Schleim hat sich wieder groß gemacht, wo Laternen sind und so und dann drumherum bewachsen. Also ich will hier ja ein bisschen was anpflanzen, diese roten Bäume will ich hier hinpflanzen, das wird richtig schön, glaube ich. Und dann kann ich halt diese ganzen random ass Fackeln, die einfach überall stehen, damit nichts spawnt, wieder wegmachen. Ah, mein Kiefer hat geknackt beim Kauen. Au, ich hab voll wehgetan. Au. Ich bin unfähig zu leben, ey, Shadowwolf. Danke für dein Subgift. Wann fangen wir mal an mit Minecraft? Das ist Minecraft. Mehr passiert normalerweise in meinen Minecraft-Streams nicht. Wir spielen doch schon Minecraft, ja. Wieder wach oder immer noch? Nee, wieder wach. Ginger fällt echt irgendwann auseinander. Mann! Manchmal knackt er einfach beim Kauen. Bitte renk dir nicht ein zweites Mal den Kiefer aus. Oh, Majora weiß das noch. Ich wollte das gerade eben sagen. Mir ist schon mal mein Kiefer ausgerenkt. Der hat das schon mal so geknackt. Aber dann hat er zu sehr geknackt. Ist der ausgerenkt. Ich konnte meinen Kiefer nicht zumachen wieder. Da musste ich zum Zahnarzt gehen. Und der hat mir meinen Kiefer dann wieder eingerenkt. Weil ich den Mund nicht mehr zumachen konnte. Junge, war das ein Scheiß. Also ich konnte das schon, aber es hat halt geklemmt, sag ich mal. Extrem wehgetan. Maulsperre, wirklich? Das war richtig unangenehm. Sorgen bei dem. Ich weiß mittlerweile, dass du auf allen Ebenen verlierst, aber trotzdem irgendwie überlebst. Good job. Warte, was? Nio, warum bist du so grün? The Night, dankeschön für 10 Monate. Hallöchen, du. Hi, dankeschön für dein Tier 3 Resub. Hallo. Der Creeper-Sound ging in der Empörung über die Kritik an dem wunderschönen Bauwerk unter. Ich erstmal so, hä, das ist wunderschön. Oh Mann. Wisst ihr was, ich mach das Tutorial auf von dem Bau, von dem schönen Bauwerk. Ich will das jetzt weiterbauen. Bau. Bau die Bau. Bau, 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 bau. Ey, mach die Musik aus. Die Musik aus. Witch House. Die Sängerin kriegt eine Maulsperre. Irgendwie ironisch. Lol. Ja, ich fand das gar nicht mal so geil. Oh, ich habe dann Physiotherapie gekriegt.
Da war immer so ein Typ, der hat immer mein Gesicht massiert. So um den Kiefer rum halt, mostly, ne? Und ich musste, ich weiß nicht, ich fand das so entspannend. Das war auch meistens so irgendwie gegen 19 Uhr abends im Winter, war schon längst dunkel. Und dann bin ich immer dahin. Und boah. Das war so geil. Es hat sich so gut angefühlt und ich bin dann immer fast eigentlich, war so kurz vorm Einschlafen. Jedes Mal. So richtig kurz vorm Einschlafen. Boah. Destruktivo ist bitte was? Kann das sein, dass du gerne Fragen für Ginger selber beantwortest? Lini beantwortet meistens Fragen, die ich schon 1 Million Mal bekommen habe. Und die ich im Stream garantiert nicht mehr beantworten werde. manchmal beantworte ich die noch. Also manchmal beantworte ich trotzdem auf was. Aber mostly sind das so Fragen, die wirklich... Ich stream halt schon echt lange. Und die Leute halt fragen, wenn sie neu sind und es halt nicht besser wissen. Und dann denkt sich Lini so, ja okay, ich beantworte die mal für dich. Aber ja, nimm mir das nicht übel. Ich stream echt schon ein bisschen länger und deswegen, ich habe ein paar Fragen habe ich schon sehr oft bekommen und keine Lust mehr, sie zu beantworten. Mann, ich bin einfach müde. Wo ist denn jetzt das? Ich will euch meinen Bildschirm übertragen. Ah, hier. Meine Güte. So, ich gucke hier gerade Tutorial. Du. Seifthron, Dankeschön für 6 Monate und Kinai, danke für 23 Monate. Hallo, ihr, hallo. Wusstest du, dass es eine Stadt in Uganda gibt, die Ginger heißt? Dumme, ich hasse dich. Junge, ehrlich, ich hasse dich. So, oh, machen wir jetzt endlich das Tor. Oh mein Gott. Oh, fucking yeah. Oh, damn. Hab ich entrindetes Holz? Warte, ist das wirklich einfach so ein Tor? Das sieht ja komplett funny aus. Ohne den Rand sieht das total scheiße aus. Holy shit. Okay. Ginger, zeichnest du? Bist du die von TikTok? Fun Face Reveal. Ich bewundere deine Geduld. Ich könnte das nicht mit einem Video nachbauen. Ich würde zwischendurch den Enderdrachen besiegen gehen, Terraria starten, Terraria durchspielen und studieren anfangen, bevor ich fertig bin. Ich weiß gar nicht, ob ich Geduld habe. Ich hätte keine Geduld, das selbst zu bauen. Ich hätte auch keine Geduld, einfach so den Enderdrachen zu besiegen. Dafür brauche ich Mona. Stimmt, ich habe das irgendwie gesehen, dass Mona da ist, aber irgendwie direkt wieder verdrängt oder so, weil ich gerade bei meinem Brain mit was anderem beschäftigt war. Mona, bist du noch da? Mona. Leute, ich habe mit Mona so süß. Ich habe mit Mona so süß Händchen gehalten auf der Grillfeier. Mona, ich will das nächste Mal wieder dein Händchen halten. Darf ich das nochmal machen? Du hast richtig tolle Hände. Ginger hasst Mona, Leitmotiv Expose. Du hast so tolle Hände. Darf ich das nächste Mal wieder deine Hände halten, Mona? Ungeschützt? Ja, ich habe Monas Hand einfach ungeschützt gegriffen. Und ihr könnt nichts dagegen tun. Scheiße. Das ist doch in der Mitte, oder? Das Ding ist aber 3 Blöcke groß. Nein, das ist nicht in der Mitte. Hier ist die Mitte, oder? Kurz mal Blöcke nachzählen. Oh mein Gott, jetzt ist mittig. Oh, ich habe kurz Angst gehabt. Dann kann ich hier... Oh Gott, ich... Oh.
Okay, ich habe das vorher einfach nicht mit dich gemacht. Ist okay. Ist okay. Warum gibt es das Flamingo-Leitmotiv-Cover nicht auf Spotify? Keine Lizenzen, deswegen gibt es das nicht dort. Oh mein Gott, Alter. Kurz das Schleim. Ja, die hüpfen hier überall rum. Dauernd. Mona hat doch nur mit dir Händchen gehalten, damit du nicht verloren gehst und Mona dann die Minecraft-Erfahrungen in real life durchleben muss. Wir saßen zusammen draußen und haben. Und, wir saßen zusammen draußen an einem Tischchen und haben da gequatscht. Ich hatte nicht vor, irgendwo hinzugehen. Draußen? Ja, das war voll geil. Bis auf die Mücken, die dann abends kamen. Oh mein Gott. Beauty, danke schön. Piu, piu, danke für 100 Bits. Hallo. Damit, danke auch dir für 200 Bits. Sky Reaper, danke schön für 23 Monate. Hallo, fast 2 Jahre schon. Ja. Einen wundervollen guten Morgen, liebe Jinjan-Chat. Hallo. Mücken-Attacke. Wir haben ungeschütztes Händchen halten gemacht. Wir haben... Oh mein Gott, da hat Mona geantwortet, Mona. Wir haben wunderschön bei Kerzenschein Händchen gehalten. Ja, wir saßen da draußen auf dem Tischchen, so ein paar Kerzchen. Nur im Kerzenschein. Und dann war ich so, Mona, kann ich deine Hand anfassen? Mona so, okay, ja. Und dann habe ich Monas Hand angefasst. Yinyama. Yinya Mao, Shadowwolf, dankeschön für 200 Bits. Ihr Perversen. Es tut mir leid. Der Drang war zu groß. Monas Hand war zu weich. Zu gepflegt und zu weich. 4 Blöcke sind das, ist das hoch, ne? 4 Blöcke? Oh weh. Ach, scheiße. So. Tada! Jetzt muss ich nur noch eine Tür da reinmachen. Hättest du das nicht letztens sagen können? So hätte ich etwas Cosiness in mein Video reinbekommen können. Du meinst in das Sommerfest? Ja, ich hab's vergessen. Es war aber ein besonderer Moment, ja? Es war ein schöner und besonderer Moment. Schwarzeichenholztür, wie sieht denn die aus? Oh, die ist hübsch. Hallo, mein Freund. Wow. Wie lange baust du schon an dem Haus? Ach, gar nicht so lange. Gar nicht so lange. Ah. Gibt es da noch andere Sachen, die du nun Chat beichten möchtest? Dein Händchen halten ist schon fast ketzerisch. Oh, was? Aber ich dachte, ihr freut euch vielleicht, wenn ich euch erzähle, wie toll Monas Hände sind. Nicht? Wir sind aber guter Dinge, dass es dieses Jahr fertig wird. Ja, das bestimmt. Wir sind ja schon weit gekommen. Wir sind ja schon gut dabei, ne? Ein halbes Jahr schon? Nein. Lini, der hat einfach sein Zeitgefühl verloren. Nein, niemals. Also, niemals. Achso, kurz den Boden dann natürlich auch. Fair, fair. Ein Schalter. Oh, 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 mich juckt mein Ohr so krass. Oh. Uiuiui. Uiuiui.
Und dann Stein. Steintor. Genau wie wir das andere Steintor auch gemacht haben. Okay. Junge, das ist irgendwie voll hässlich. Oder? Dass das so hoch ist? Oh Mann, ey, was juckt mich mein Ohr? Wow. Weißt du, das erinnert mich an einen Dialog aus Fire Emblem. Sie hat so weiche Haare. Spoiler, es geht nicht um die Haare. Was? Nein, es geht wirklich um Monas Hände. The fuck? Oh ja. Wunderschön. Okay, das kriegen wir doch hin. Oh, jetzt seht ihr mich doppelt. Das kriege ich doch hin. Ich habe aber nicht mehr genug Steine im Inventar, scheiße. Gut Ding will Weile haben, ja. Gut Ding will Weile. Ich kann nicht sprechen. So. Gut Ding will Weile haben. So. Tiefenschieferfliesen. Tiefenschieferfliesen. Tiefenschiefer. Und ich glaube, ein paar Slabs brauche ich noch. Tiefenschiefer-Slabs. So. Warte, ich muss noch mal. Wie hoch ist das? 1, 2, 3. 1, 2, 3 und dann eine Treppe. 1, 2, 3. Treppe. Autsch. 1, 2, 3. Treppe. Umgedrehte Treppe. Das hier. Oh, scheiße. Bro, wo kommst du denn jetzt her? Der will Stress oder wie? Hä? Ich dachte gerade, warum fliege ich hier runter? Der hat mich da runtergeschossen, der Wichser. So. Muss das nicht auf der anderen Seite auch? Fuck, nicht dahin. Danke fürs Pat-Pat, woher das auch kam. Ist das wirklich mittig? Ich krieg Anfälle. Das ist mittig, oder? Boah. Der kommt vom Dach. Ja, ich weiß. Unser Dach ist ein bisschen, naja, das zieht so ein bisschen Monster an. Bisher noch. Das spawnen immer so ein paar Monster. Hallo, Wassago. Hallo. Ist mittig? Oh. Damit will angezwinkert werden. Hallo, damit. Hallihallöchen, ich hasse dich. Nimm meinen krummen Mittelfinger. So. Guckt mal die Regenwürmer. Scheiße. Mein Regenwurm-Mittelfinger. Es ist liebevoller Hass. Nein, es ist nur Hass, ohne Liebe. Nur Hass. Achso, und dann hat sie ja... Wurde da schön mit Laternchen ein Zäunchen eingezäunelt. Eieia. Eieia. Mit Laternchen. Zaun. Was fehlt mir für Zaun? Ach, fehlen mir Sticks dafür? Ja, dann gib her die Sticks. Zaun. Zaun. Warum kriegt er eine besondere Behandlung? Ich hasse ihn einfach.
Er hat sich diesen Hass bei mir über sehr lange Zeit geearnt. Hat sich den verdient. Weißt du noch Johnny, der Oberkörper? Was? Nein. An den erinnere ich mich nicht mehr. Wenn das etwas ist, was ich gesagt habe, dann entschuldige ich mich. Ich sage sehr viel Scheiße, wenn der Tag lang ist. Und ich erinnere mich nicht immer an alle Scheiße, die ich gesagt habe, okay? Also falls es was ist, was ich gesagt habe, ich tu mir leid, ich weiß es nicht mehr. Wie geht's deiner Katze? Ich glaube, der geht jetzt ganz gut. Die hat diesmal nicht in meinem Bett gekotzt. Ich bin stolz. Ich bin stolz auf sie. Das sieht ja irgendwie wild aus. Ach, das sieht irgendwie... Irgendwie sieht das süß aus. Erstmal dachte ich so, what the fuck, aber eigentlich ist das voll süß. Mit der Laterne auf dem Pfahl. Ach, schon kinda cute. Welche Website brauchst du für den Avatar? Das läuft überhaupt überhaupt gar keine Website. Oh. Ein Knopf fehlt noch, ja. Machen wir gleich. Ich glaube, ich habe nicht genug Eisen, wahrscheinlich. Warte. Laterne. Haha! Haha! Ging doch noch. Tada! Oh, das macht direkt so viel mehr her, wenn da einfach Licht vorne dran ist. Holy shit, das sieht voll wohnlich aus. Oh. Wow. Okay. Freut mich, dass es langsam Formen annimmt. Kann ich den Schalter... Sieht der Schalter immer gleich aus? Wie mache ich denn einen Schalter? Schalter. Heißt das gar nicht Schalter? Ne, es heißt Knopf einfach, ne? Es heißt Knopf. Es ist einfach nur das hier, ne? Es heißt Hebel. Was? Wow, die Geschenke kamen sehr langsam. Incursio! Dankeschön für 5 Subbies. Ich weiß zwar nicht, warum du mir jetzt 5 Subbies schenkst, aber Dankeschön. Dankeschön. Ah. Wow. Entweder bin ich zu müde oder Chat ist komisch. Was erwartet man bei der Aussage, man bekommt nichts zu bekommen? Ein 5-mal Frühstück serviert von Ginger Edition. Ich weiß nicht, warum Leute dauernd fragen. Hä? Warum? Oh, ich muss mich mal kurz strecken. Oh. Ah, Knopf ist ein phonetisch sehr süßes Wort, finde ich auch. Nee, dass man bei der Kanalpunktebelohnung nichts, wirklich nichts bekommt, ist sehr schwer begreiflich für eine Menge Leute. Die können sich einfach nicht vorstellen, dass man so viele Punkte ausgibt und dann bekommt man gar nichts. Noch ein Punktestreck. Ja, das habe ich jetzt ja gemacht. Das muss reichen. Und dann wiggle, das mache ich gleich. Wie viel nichts bekommt man denn? Oh nein, Ghostery, jetzt hör auf. Nein, gib den Leuten keine Fragen für weitere dummen... Gib den Leuten keine Ideen für weitere dummen Fragen. Please, God, no. Sandstein. Oh, Sandstein war echt... anstrengend zu bekommen, ne? Oh yeah. Du, 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 du.
gemeißelter Sandstein. Kann ich den Sandstein... Nee. Sand. Sandstein. Viermal Sand. Warum habe ich dann Sandstein? Warte, was ist das hier jetzt nochmal? Sandstein. Warum habe ich dann glatten Sandstein? Achso, weil der Mainblock, mit dem ich das gebaut habe, glatter Sandstein ist. Ich bin einfach dumm. Warte mal. Tom hat das nichts bekommen! Applaus! Tom, du hast gar nichts bekommen! Ein Applaus für dich! Du hast 1 Million Punkte verschwendet! Geh fucking geh! Yo! The fuck, man! Kann ich aus glatten Sandstein wieder normalen Sandstein machen? Scheiße. Ist das jetzt für immer lost? Allein dafür lohnt sich dieses Reward, dass man so... Okay. Ja, das freut mich doch. Danke, Leute. Das ist wirklich sehr ergreifend. VLET. Liegt das daran, dass einige Streamer unter ähnlichen Kanalpunktebelohnungen Geschenke wie Postkarten und so weiter verstecken, was man aber laut den Twitch-Richtlinien nicht darf oder so? Ja, eigentlich sollte man das nicht machen. Also ich glaube, es geht einfach darum, dass man, dass die Punkte nicht gegen reellen Wert eingetauscht werden sollten, wenn das Sinn macht. Wisst ihr, was ich meine? Na, dass das jetzt nicht anfängt, zu einer Währung quasi zu werden. Und ich verstehe ja auch, warum man das so, ne, warum das eine Regel ist. Sand, Sandstein, glatter Sandstein. Ja gut, aber wie komme ich von glatter Sandstein wieder zu Sandstein zurück? Ich habe das Gefühl, das geht nicht, ne? Ich habe es mir jetzt verkackt mit glatten Sandstein. Kann ich nichts mehr machen. Hallo, Velix! Ah, scheiße. Geht nicht, ja, dann muss ich jetzt Sand holen. Stonecutter? Nee, habe ich gerade schon ausprobiert ein paar Mal. Ich kann zwar irgendwie 2 Tage oder so von meinem Sub immer teilen, aber naja, 57 oder so. 57, Velix! Woo! 57 Monate verkaufst du schon deine Seele. Ja! Mir reicht es, Ginger zu bewerfen. Das ist auch in Ordnung. Du darfst mich gerne auch einfach nur bewerfen. Ist in Ordnung. Wo hast du das Haus gefunden? Gefunden auf otto.de. Nee, keine Ahnung. Hashtag not sponsored. Nein, ich weiß ich nicht. Ich habe so gegoogelt und dann war das so da, als ich gegoogelt habe. Und dann war ich so, wow. Google. Warum Otto? Weil die Werbung in meinem Kopf lebt, deswegen. Oh, habe ich Sand vielleicht hier unten irgendwo? Kennt man den Spruch eigentlich noch? Ich weiß es nicht. Ey, du Otto. Oh, scheiße. Ich fühl's aber, der lebt auch in meinem Kopf. Ja, ne? Irgendwie ist der präsent. Ich... Alter, fucking hell, ich hab keinen Sand mehr. Och, nö. Och, jetzt muss ich Sand holen gehen. Oh, das ist jetzt etwas, was ich nicht heute machen wollte. Uff. Remember the wiggle, okay. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. Dun, 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 dun. Wiggle, wiggle. Dun, dun, dun. Mehr gibt's nicht. Kannst du eventuell Sandstein aus deiner Wüste holen? Ja, dafür müsste ich jetzt aber trotzdem erstmal zur Wüste laufen. Hast du Sand für Klein Ginger? Nee, ich geh schon einfach holen jetzt. Ist in Ordnung.
Nie wieder zu vorherigen Sandstein. Ja, ist okay. Ich hab's verstanden, dass das nicht geht. Ich hol mir ja neuen. Aber was ist so ein physisches Geschenk gegen den Hass, den man beim Zwinkern bekommt? Domit hat heute Morgen einen Hasszwinker gekriegt und jetzt liegt er so im Bett so. Oh ja, oh, dieser Hass, ich nähere mich daran. Oh, das war genau das, was ich brauchte. Bitte fall nicht wieder an Löcher. Du hast mir gar nichts zu sagen, Lini. Ich fall so viel in Löcher, wie ich in Löcher fallen will, ja. Oh, hallo Zorkas, dankeschön für 28 Monate, dankeschön. Hier, den Sand darf ich leider nicht wegnehmen, sonst ist Mona sauer auf mich. Denk an die Kinder, denk an die Kinder, da 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 da. Oh, denk an die Kinder, da 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 da. Oh, denk an die Kinder, denken tut nicht weh. Denk an die Kinder, spendet ein, oh yeah. Oh, oh, denk an die Kinder, da 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 da. So. Dann sind die Löcher schwanger. Junge, ist das mein Problem? Ist doch nicht mein Problem. Über den Nether kommst du auch in eine Wüste. Dann kannst du da ganz viel Sand abbauen. Oh, Mona. Mona. Ja, was macht der Enderman jetzt da? What the fuck? Hallo, ich muss hier kurz vorbei. Die Drecksbelger. Okay, Mona, ich merke es mir fürs nächste Mal. Jetzt habe ich mich halt schon für diesen Weg hier entschieden. Jetzt bin ich determined, aber... Wollen wir uns schon mal eine Grabrede für Babysitter Alex Spitzhacke überlegen? Babysitter Alex, geht es hervorragend. Ich weiß gar nicht, was du hast. Was ist denn das für ein Stein? Sandstein. Na dann, let's go. So viel brauche ich davon ja gar nicht. Giga-Suppe! Alright! Dankeschön! Dankeschön für 11 Monate auf Tier 3! Dankeschön! Vielen, vielen lieben Dank! Hallo! Hallo! Das Mauspad ist angekommen! Oh mein Gott! Langsam kommt das ganze Merch an. Ich habe das schon gesehen, habe schon auf Twitter ein paar gesehen, bei denen Merch ankam. Richtig geil. Wow. Dun, 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 dun. Noch geht es ihm hervorragend, aber wenn du gleich wieder in Lava baden gehst, geht es ihm nicht mehr so gut. Ich würde doch auch nicht in Lava baden. Zumindest nicht jetzt. Ach was. Gestern kam mein Mauspad auch an. Boah, Pog. Ach, freut mich, dass das ganze Merch jetzt ankommt, gerade. Wo kommt das Merch zu kaufen? Ist deine Frage, wo kann ich Merch kaufen? Ist das deine Frage? Das kannst du im Leitmotiv-Shop. Allerdings sind die meisten Sachen schon ausverkauft. Mittlerweile. Ich warte noch voller Vorfreude. Ich weiß nicht mehr, ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf, aber ich glaube, es sind noch irgendwie so um die 150 Bestellungen, die übrig sind. Dann sind alle abgearbeitet. Glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Woher kommt es, dass ich Merch kaufen will? Das kann ich leider nicht beantworten. Woher dieser unbeschreiblich große Drang kommt, Gingers Merch zu kaufen. Kapitalismus. Okay, aber für den kann ich ja nichts, ne? Hust. Mittlerweile ist es Ginger Shop geworden. Das sieht halt so funny aus. So wirklich, als wäre es wirklich nur noch mein Shop mit den 2 Artikeln oder so, die noch da sind. Boop.
Oh, Lupa, Alter, ich kann das nicht. Lupa, geh weg. Ah. Es kommt ja bald was Neues. Oh, hallo, Alex. Es kommt ja bald was Neues. Oh ja, Chat, eventuell kommt bald ein bisschen was Neues. Ein Sip nehmen. Oh, okay. Leute, schlucken! Teaser. Oha, Chat ist direkt angehypt. Holy shit. Ja, noch mehr Geld ausgeben. Chat, na, manchmal verstehe ich euch nicht, wirklich. Ihr reagiert ganz falsch. Ihr müsstet jetzt sagen, oh, immer diese Influencer und diese Streamer, diese VTuber allgemein. Boah. Weißt du, da haben die gerade erst so viel Geld in den Rachen geschoben bekommen. Da machen die direkt schon wieder neues Merch. Mann, sind die alle geldgeil. Oh, man. Stattdessen eher so, wuh, mehr Geld ausgeben. Juhu, yeah. Gibt es den Kloteppich? Nein, den gibt es nicht mehr. Ach nee, ey, schon wieder ein Cash Grab von Kapitalismus-Motiv. Da fuck. Kapitalismus-Motiv. Immer diese VTuber. Wirklich richtig ekelhaft. Kann das gar nicht mehr ab. Was soll ich sonst mit meinem Geld machen? Mann, ey. Kapitalismus-Motiv finde ich gut. Oh. Immer diese geldgeilen kapitalistischen Streamer sollen sich doch selber arbeiten gehen. Ja, genau das, Glaster. Du sagst es. Endlich sagt's mal jemand. Oh, Leute. Oh, okay. Muss man dann. Dum, da, da, dum, dum. Hier so. Okay. Und kommt hier halt so ein Teil noch hin. Besonders bis jetzt habe ich die beiden ersten verpasst. Jetzt ehrlich, Majora, oha. Ich warte jetzt erstmal darauf, dass der schwarze Schimmelbananenplüschi in den Job kommt. Oh, das schwarze Schimmelplüschi. Damit nein. Ich mag zwar meine Bananen, aber nein, es gibt keinen Schimmelbananenplüsch. Außerdem macht das doch Asche Konkurrenz. Asche möchte bestimmt selbst sowas machen. Das können wir doch nicht bringen. Oh, sieht hübsch aus. Das sieht wirklich gut aus. Mit dieser Umrandung dazu. Wow. Langsam kriegt das wirklich ein bisschen Form hier alles. Wie läuft es mit Huzifer? Boah, sobald ich Neues habe, gebe ich euch Bescheid. Zieht sich leider alles mehr, als ich dachte. Okay, jetzt werden Fenster gemacht. Okay. Ich glaube, ich habe nicht genug Stein dafür. Sieht fast so aus, als ob du fertig wirst. Ja, ne? Ich habe auch langsam, ich krieg langsam Angst vor mir. Genauere Infos zu neuem Merch könntet ihr auf Patreon von Leitmotiv-Membern sehen. Wenn es auf Jenjas Patreon gibt es so ein paar Leaks zu neuem Merch, Sneak Peeks zu Covern, Behind-the-Scenes-Content und tolle Artworks. Es lohnt sich auf jeden Fall auf Patreon vorbeizuschauen. Ich ganz ehrlich, manchmal ihr seid so wild, ne? Ja, freut mich doch, dass ihr Spaß habt auf dem Patreon. Das ist immer wieder schön, das freut mich. Das ist wirklich schön.
Jap. Du 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 du. Oh Leute, ich kann es nicht glauben. Das sieht wirklich so aus, als würde das bald fertig werden. Nein! Kaufst du auch deinen eigenen Merch, Ginger? Hm. Na, die Sache ist, meistens sind das ja Sachen, die ich selbst in Produktion gegeben habe. Also sowieso selbst die Produktionskosten bezahlt habe. Also um mein Merch überhaupt zu verkaufen, muss ich es erstmal irgendwo gekauft haben. Also in der Regel habe ich jedes Merch, das ich verkauft habe, auch vorher einmal gekauft. Wenn ihr versteht. So, haha. Nicht unbedingt bei jedem Produkt, of course, aber einige Produkte auf jeden Fall. Und meistens ist es so, wenn ich natürlich irgendwas produzieren lasse und davon jetzt hunderte Stück kaufe, dann will ich auch ein Exemplar zu mir gesendet bekommen, damit ich mal kurz gucken kann, ob das auch schön aussieht und so. Also ja, normalerweise habe ich meinen eigenen Merch auch selbst. Weil ich muss ja gucken, ob er mir gefällt, ne? Ob ich das wirklich kaufen will und so. Ich bekomme die fehlerhaften Produkte. Ja, nach denen kann ich auch fragen. Die sind auch cool. Scheiße, ich guck gerade das Tutorial, warte, ich übertrage euch das. Och Mann. Was willst du denn jetzt? Ich guck mir hier gerade ein Tutorial an. Verpiss dich. Mann. Oha, das sieht sogar irgendwie ganz süß aus. Du Wichser, oh mein Gott. Du Wichser. Yo, what the fuck, man? Wer war denn das? Oh, Paul diesmal. Paul, ganz ehrlich, ne? Es ist nicht mal Domit. Ich dachte so, ich kann mich jetzt bei Domit wieder beschweren. Wow, ich habe ehrlich mehr von dir erwartet. Paul, ich habe wirklich mehr von dir erwartet. Bro. Ach, du kaufst das Merch. Dachte, das müssen Alex und Jan unter widrigen Bedingungen ohne Entlohnung per Hand selber herstellen. Ja, genau. Warte, was? Die sitzen da und nähen dann den ganzen Tag. Oh. Knei, danke, sind für 24 Monate, für 2 Jahre. Terre. Hallo, Fuli. Sie ist nicht sauer, sie ist enttäuscht. Ich bin nicht wütend. Ich bin enttäuscht von meinem Leben. Okay, ich brauche aber nur Slabs und Treppen, ne, dafür. Ich habe trotzdem keine Slabs mehr. Na gut, da muss ich mal ganz kurz... Ich brauche mehr Slabs. Schlepps. Reicht das? Dass Ginger noch Erwartungen Paul hat. Paul pupst sonst immer nur, aber gemein ist er sonst nicht. Aber was mache ich denn dann für ein Dingsen? Kann ich da irgendwie... Wie sieht denn so ein Mauerstück aus? Sieht das gut aus oder nicht? Das sieht doch gut aus, oder? Ich mag das. Sehr Alligator-lastig, der Stream. Das gerade eben war nicht Alligator. Oh Gott. Oh, eine Stunde schlucken, Leute! Schlucken, schlucken!
Seine Augen wackeln beim Kauen. Ja, kennt man doch. Ist doch in echt auch so. Oh. Da, 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 da. So, wie viele sind denn das? Zwei Blöcke jeweils. Eins, zwei, eins, zwei. Oh, scheiße. Oh, ich wollte gerade sagen. Hui. Und dann kommen hier Treppchen drauf. Chat, ich kann es echt, also ich kann es kaum glauben. Wir werden wirklich fertig langsam hiermit. Was ist hier los? Wie kann das sein? Bitte, was? Ich verstehe das nicht. Was ist diese Welt? Fuck. Okay, scheiße. Ich hatte nicht gedacht, dass zwei Blöcke pro Stream irgendwann zum Ziel führt. Wow, dankeschön. Scheiße, das Dach ist hier. Der mag mich das jetzt hier nicht hinsetzen lassen. So, jetzt. Ah. Ah, aua. Easy. Ich habe, by the way, das schon länger gefragt, aber wieso nutzt du das Bambusgerüst nicht zum Bauen? Weil das so teuer ist. Bisher ist es so teuer. Ich hatte mal eins, dann habe ich es verloren, glaube ich. Ich habe vor Mona, glaube ich, meins geschenkt bekommen, dann habe ich es verloren. Dankeschön! Dankeschön fürs Part. Das sieht wirklich gut aus. Wow. Auch bekannt als zu kompliziert. Ja, es ist ja auch zu kompliziert. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Yay! Ich brauche halt dann nur die richtigen Fenster langsam mal. Ich glaube ehrlich gesagt, die Kupferblöcke würden echt schön aussehen als Fenster hier. Ich bin auch so ein Mensch, der noch mit Erde seine Gerüste baut. Guck mal, dann fühle ich mich nicht ganz so scheiße, wenn ihr das sagt. Guck mal. Oh, mir fehlt eine Mauer. Eine Mauer. Eine Mauer. Scheiße, daraus kann ich nichts mehr machen. Und da sah. Fuck. Fuck, mir fehlen drei Mauern. Nein. Scheiße. Oh, okay. Ich hol welches. Wer braucht Fenster in einer dunklen Höhle? Deko. Deko ist immer schön. Ich baue den Großteil meiner Gebäude in Erde vor. Das fühle ich aber. Habe ich ja auch mit dem großen Klo gemacht damals. Warte, Lini hat irgendwas geschrieben. Und dann habe ich gelesen, dass er schreibt Ginger. Und dann wollte ich es vorlesen, aber dann hat mein Hirn ausgeschaltet. Hast du irgendwas gesagt, Lini? Lini, ich bin ganz da. Oh. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Ziege. Average Konversation mit Ginger bin ich gewöhnt. Ja, Leute, ich verstehe gar nicht, warum Leute sich nicht gerne mit mir unterhalten. Hä? Verstehe ich gar nicht. Die sind alle irgendwie komisch. Da ist Ginger einfach mal kurz weg und weiß nicht mehr, wo wir waren. Ich weiß es nicht. Wo sind wir? Hä? So. Ich will hier tiefen Schliefen. So. Jedes Mal im Voice.
Hä, was willst du denn jetzt? Im Voice ist immer alles easy, ja? Da weiß ich auch noch, wo wir sind. Ich lese mal kurz den Chat nach, Moment. Ich baue meine Größe immer aus jeglichem Scheiß, den ich irgendwie dabei habe. Guckt mal! Ich glaube, ich hatte, weil ich diese Bambusgerüste noch nie im Inventar hatte. Ja, same. Ich glaube, dann wäre ich auch zu faul. Oh, wie Corrupted! Danke, Sim, für deinen Sub und willkommen bei den Ginger Ninjas. Hallihallöchen. Dass Ginger mit einem Erdgerüst für die Hardcore-Minecraft-Nostalgiker in ihrer Audience ansprechen will, um so deren Sympathie zu gewinnen und ältere Zielgruppen abzuziehen. Lini, das ist viel zu klug. So weit würde ich gar nicht denken. Der blöde Faden, den man dafür braucht. Ja, es ist wirklich... Sieht wirklich schon genial aus. Ich finde das so oder so genial, was manche bei Minecraft bauen. Ah! Also ganz ehrlich, ohne die... Ich habe ja am Anfang gedacht, ich muss irgendwie alles selbst aus meinem Kopf bauen können. Und deswegen habe ich nie irgendwas Schönes bauen können. Das hat mich frustriert. Aber ich merke, das macht voll Spaß. Mir macht es zumindest voll Spaß, nach Tutorials zu bauen. Ist echt fun. Und jetzt habe ich auch wieder Spaß am Bauen. Und Dankeschön, freut mich, dass es dir gefällt. Ich bin auch langsam happy, dass das hier Formen annimmt. Oh, hat genauso gereicht mit den Treppen noch. Upp. Nein, oh, upsa, nicht da. Hier unten. Dudut. Ich kann auch nicht aus dem Kopf bauen, auch wenn manche mich komischerweise für kritisieren. Ist aber wie Zeichnen. Ich brauche immer eine Referenz, dann kann ich das auch, sonst sieht's aus wie Arsch. Naja gut, aber wenn du dir eine echte Referenz nimmst vielleicht so und nicht unbedingt halt jetzt Minecraft 1:1 Blöcke setzen nachbauen, ist das ja aber auch fair, oder? Ist ja auch in Ordnung. Ich glaube, das ist... Dafür sollte man dich auf jeden Fall nicht kritisieren. Ach du Scheiße, oben gewittert ist. Ja. Geiles Frühstücksbrot. Nom nom nom. Oh, sieht gut aus. Oh, Leute, ich freue mich. Dieses Haus ist so überdimensioniert groß. Aber ich finde, es sieht ganz schön aus. Und baue es meistens dreimal wieder ab. Ja, okay, das kannst du ja machen, solange dich das nicht frustriert mit dem Wiederabbauen. Lupa, du meinst so die letzte Stufe von Hand einfach selber drauf losbauen? Das sind einfach Minecraft-Götter. Oder Leute ohne Hobbys. Was machst du, wenn du fertig bist? Ja, ich glaube, dann höre ich auf zu streamen. Ich muss gestehen, ich habe mein ganzes Leben nicht damit gerechnet, dieses Haus da jemals fertigzustellen. Deswegen denke ich, wenn das fertig ist, habe ich meinen Lebenssinn verloren. Dann höre ich einfach auf. Dann lasse ich das mit Streamen einfach. Lebensziel erreicht. Ginger streamt also für immer. Was? Was willst du denn? Ich nehme dann den ohne Hobbytitel. Oh, Alex! Ich rieche Freiheit. Oha! Das klingt sinnvoll. Was ist mit Pokepark? Nee, Leute. Wenn ich in Minecraft das hier fertig gemacht habe, dann gibt es einfach keinen Lebenssinn mehr für mich. Man soll ja aufhören, wenn man die Karriere spitze erreicht hat. Genau, sonst steigt man ja nur wieder ab, ne? Jinja, das verstehe ich.
Chat hat auch nicht mitgerechnet, dass du jemals in Minecraft fertig baust, Jinja. Das heißt, Chat ist auch so. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bye, bye. Oh. Einfach irgendwen anstiften, das Ding zu sprengen, dann haben wir wieder ein Ja. Ey, Ghostry! Inneneinrichtung, die braucht niemand. Inneneinrichtung braucht niemand. Es muss nur von außen schick aussehen. Ginger, wenn du aufhörst zu streamen, dann gibt es kein Lebensziel mehr für Leute wie Lini und mich. Lini, du bist dann frei. Lini, ich stelle mir das so vor, wie ich Lini einfach in so eine Transportbox stecke und dann so auf eine Wiese aus, auf eine Wiese packe. Dann mache ich das so auf und sag so, Lini, du bist frei. Frei, Lini, du kannst jetzt laufen, wohin du willst. Lini, du bist ein freier Elf. Nein, hört auf, wer ist denn das? Hallo? Nein, stopp. Kohaku, hier passiert nichts, ja? Da ist nur ein Schleim, der in mein Fenster rein will. Warum auch immer. Oh. Jeder Innenarchitekt ist gerade innerlich gestorben. Ach, was. Ach, schön, Leute. Nee, ich weiß selbst noch nicht, wie lange ich noch streame. Aber ich glaube, ein kleines bisschen habt ihr mich noch an der Backe. Ein bisschen noch. Ein kleines bisschen noch. Also, Rentiermeister, du kannst auf jeden Fall, also ob das ankommt, kann dir keiner beantworten. Ich würde es auf jeden Fall, würde ich sagen, ja, probier es doch einfach. Eine Erfahrung, die ich damit nur gemacht habe oder die ich vielleicht teilen könnte. Ich würde sagen, so als VTuber, wir sind ja so, zumindest die meisten von uns sind ja irgendwie Anime- oder Cartoon-Figuren. Wenn du also in so eine Richtung VTuber wirst, so Anime- und Cartoon-Figuren werden manchmal nicht so ernst genommen. In meinem Fall ist mir das egal, ich nehme mich selbst nicht ernst, ja? So, I don't care, aber wenn du halt Content machst, der wirklich ein bisschen ernst genommen werden will, musst du davon ausgehen, dass Leute dich dafür kritisieren werden. Also, ja, keine Ahnung, eigne dir ein bisschen dickes Fell an. Oder sei auf jeden Fall darauf gefasst, dass das passieren wird. Ansonsten, let's go, probier's. Bald, wenn jemand einen Creeper-Sound macht, ist wirklich einer da. Nee, ich glaube eher, ich denke irgendwann, dass es ein Creeper-Sound ist, aber dann ist es ein echter Creeper. Der weiß doch gar nichts mit sich anzufangen, wenn du ihn freilässt, Jinja. Das könnte ihn umbringen, Jinja. Du solltest ihn erstmal an wem übergeben, der weniger streamt, damit sich Stück für Stück entwöhnen kann, Jinja. Lol, mit Tischen. Aber bei Jinja kann ich mir gut vorstellen, dass so wie Jinja den letzten Block setzt, wirklich mal ein Creeper hinter ihr steht und die Bude weg. Nein, bitte nicht. Nein. Wird man nicht immer für alles irgendwo kritisiert? Natürlich, aber ich meine, gerade eben hat jemand gefragt, ob er Politik-Content als VTuber machen kann. Und was ich jetzt direkt sehe, ist, dass Leute direkt sagen werden, direkt dieses Vorurteil haben, beziehungsweise du als VTuber ja auch eine Figur bist, die halt manchmal eher so ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen weniger ernst genommen wird. Und dass ich mir vorstellen kann, dass man sich darauf einstellen muss, dass Leute denjenigen dann halt nicht ernst nehmen, weil er ein VTuber ist. Jetzt wo du es sagst, mir vorher gar nicht so bewusst gewesen, aber du hast recht, VTuber werden zwar sehr gefeiert, aber nicht ernst genommen. Es ist ja mehr die lustige oder cute Figur, die da irgendwas macht. Genau das ist es halt. Ist ja auch nicht schlimm, ich finde das nicht schlimm. Ich will ja auch nicht ernst genommen werden, das ist, I don't fucking care. Ich nehme mich selbst nicht ernst. Aber wenn du vielleicht wirklich Content machen willst, bei dem du ernst genommen werden willst, muss man gucken, ne? VTuber verbreiten Freude. Das freut mich. Leute, ich muss kacken. Ich dachte eigentlich, ich kann noch durchhalten eine halbe Stunde. Aber nee, ich kann nicht. Ich glaube, ich stelle mich aufs Dach und dann gehe ich einfach scheißen. Nee, warte, ich gehe ins Haus und da gehe ich dann scheißen.
Ich stell mich da in eine Ecke und dann gehe ich kurz kacken. Oh weh. Hier aufs Bett oder so. Hier so in die Ecke. Oh, Leute, ich bin gleich wieder da. Oh, fucking hell. Oh, scheiße. Kacke muss ich scheißen. Moment, ich bin gleich da. Wir bis gleich. Ginger konnte es mal wieder nicht lassen und hat Lunis Schwanz berührt. Bitte haben Sie Verständnis für die längeren Wartezeiten, da Luni Ginger jetzt durchs Apartment jagt. Fahrstuhlfahrt wird einzigartig. Hallo. Na, ich bin wieder da. Oh, tut mir leid, Alter, das musste raus. Das... Was? Oh, damit, ne? Wow. Ich hab's fast geglaubt, vor allem. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Danke. Toll. Super. Amazing. Dankeschön. Oh, toll. Hä? No signal? No signal, Leute. Kein Signal. Oh nein. Alles flutschig? Ja, es ist alles ganz flutschig, dutschig, toll hier. Hallo, ich bin wieder da. Ich war kurz scheißen. Der Kaffee musste raus. Ja, der Kaffee musste raus. Nee, er ist auch periodenschiss, alles dabei. Alles. Puh. Oh mein Gott. Tracky, dankeschön für 17 Monate. Dankeschön für dein Resub, Hallöchen. Und Dark Wolf, willkommen bei den Ginger Ninjas. Dankeschön. Wieso ging das so schnell? Wieso schnell? Es ist halt immer so eine. Egal, wenn ich scheißen gehe. Entweder ist es so... Oh, Ginger! Oh, das denke ich... Ich muss jetzt gerade dran denken, in einer... Ich glaube, war das nicht sogar in einer Streamclips Germany-Folge? Wo Gronkh gemeint hat, so... Entweder mein Chat... boah, das ging so schnell. Hast du dir überhaupt die Hände gewaschen? Und dann gibt es so diesen schmalen Grat... Dann ist es so, dann sagt Chat so,
Hä? Was hast du denn so lange gemacht? Bist du ins Klo gefallen? Gott, was braucht der Herr so lange? Und es gibt nie eine Zeit, die du als Streamer brauchst, zum aufs Klo gehen, die angemessen ist. Niemals. Immer ist es nur eins von beidem. Oh, so ein 5-Sekunden-Fenster, bei dem es dann okay ist. Nur als du gesagt hast, du hast du auf Toilette machen musst, habe ich mir gerade eine sogenannte Nuss-Nougat-Creme aufs Brot geschmiert. Ach scheiße. Jinjas Tutorial zum schnellen Toilettengang. Ich würde es feiern, von einer Expertin in dem Gebiet zu lernen, Jinja Lul. Sei eine Frau, hab Periode und trink Kaffee, sodass du einfach den Durchfall auf Doom hast. Das geht dann ganz schnell. Ach man, Trekkie! Danke für 10 fucking Subs, by the way! Du bist ja irre! Dankeschön! Ach man. Ja, natürlich habe ich mir die Hände nicht gewaschen, Chat. Für euch doch niemals! Es sind Jungs anwesend. Oh nein, verstöre ich Jungs mit dieser Info? Oh nein, die armen Jungs. Oh, die armen kleinen Buben. Oh nein. Dann am besten... Ja, genau, Chat. Ach, stimmt. Ich glaube, Männer können auch teilnehmen. Männer können auch teilnehmen, wenn ihr einfach laktoseintolerant seid. Einfach mal kurz die Tabletten weglassen und ein bisschen Milch reinpfeifen. Dann habt ihr dasselbe Ergebnis. Ach, Mann. So. Ich mach mal kurz das Tutorial wieder an für euch. Habe ich das hier hinten auf der Seite auch schon so schön gemacht mit den Mustern? Oh, süß. Ja, okay, das ist schon niedlich, oder? Das ist schon niedlich. Oder Gluten. Gluten! Hoher Energy-Konsum kann auch ähnliche Ergebnisse erzielen. Amazing. Bierschiss ist nichts für schwache Nerven. Da spricht Valex aus Erfahrung. Ach, scheiße. Ich habe halt nicht mehr so viele von den Blöcken hier. Muss mir dann nochmal weitere Schlepps machen lassen. Schlepps! Ich brauche noch ein paar Schlepps. Und ich brauche noch Treppen. 4 Stück reichen, glaube ich. Und ich brauche noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stück hiervon. Ich sehe schon, wie der Bau sich dem Ende naht. Ja. Es ist insane, Leute. Also, das hätte ich mir niemals erträumen können. Ich muss kurz gucken, wie hoch das ist. Okay, ein Block über dem hier. Ja, ich glaube genauso. 1, 2, 3. Scheiße. Ich brauche normale Blöcke noch. Der alte Säufer mit Thüringer Bratwurst. Heute gibt es beides. Alex, das freut mich doch, dass du deine Bratwurst wieder hast und glücklich bist. Was ist aus unserem Mod-Team geworden? Hast du gerade versucht, mit der Kopfbewegung unter die Slabs zu gucken? Nein, sowas würde ich niemals tun. Hä? Das wäre ja voll dumm, weil das funktioniert ja natürlich gar nicht so. Was denkst du denn jetzt? Du hast die Leute rangezüchtet. Yo, what the fuck, man? Thank you.
Oh, ich glaube, die Treppe ist nicht richtig platziert. Ich wollte gerade sagen, hä? Irgendwie sieht das nicht richtig aus. So, jetzt. Wow. Oh, den Alkoholismus im Mod-Team kann ich supporten. Danke, Alex. Danke, dass du so sehr an unsere Gesundheit denkst. Dankeschön. Alex, das ist bedenklich. Ach was. Das Mod-Team hat eine Konstante, die alles vereint. Die alle vereint. Dich. Das klingt ungesund. Weiß ich nicht, Leute. Ich glaube, ich finde, das klingt ein bisschen ungesund. Das sollte man lieber nicht. Es kommt doch safe auf die Seite hier auch noch ein Fenster, oder? Oder nicht? Was das für Hintergrundmusik ist, das ist so eine Playlist mit verschiedenen cozy Nintendo-Tracks. Ich habe von jedem Mod eine Eigenschaft. Okay, von welchem Mod habe ich welche Eigenschaft? Jetzt will ich hören. Mit Begründung bitte. Okay, dann macht das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Okay. Von Lini, dass du süß bist. Ich kann das alles nicht mehr. Mon ist Mon. Okay. Ja, okay, das sehe ich. Kann verstehen, woher das kommt. Upp. Du schlägst mir wieder Clips von dir vor, so dachte ich, schau mal rein. Guten Morgen, hallo. Hallihallöchen, ich baue gerade ganz cozy zum Frühstück. Es hat übrigens funktioniert, ne? Ich habe in den Streamtitel extra geschrieben, dass es heute nicht cozy wird. In der Hoffnung, es wird dann cozy. Und ich glaube, es hat funktioniert. Es war heute eigentlich ziemlich cozy. Ja! Dankeschön! Von Oleana hast du die bedingte Lebensfähigkeit. Ja. Leider unterschreibe ich das 100% so. Leider ja. Sag das nicht zu früh. Sehr smart, das low zu sagen. Hä, wir sind doch fast durch mit dem Stream. Hier passiert doch jetzt nichts mehr. Hä, hallo? Oh, es wurde cozy. Wow, ja. Umgekehrte Psychologie, yes. Umgekehrte Psychologie ist mein bester Freund. Nein, 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 nein. Nein, wir lassen das jetzt. Nein. Nein. Eins, Dankeschön. Dankeschön. Wir machen jetzt das Haus fertig. Jetzt wird nicht eskaliert. Wir machen das Haus fertig. Nein. Halt, stopp. Hier, ich zeige euch Tutorial, dann seid ihr abgelenkt. Hier, guckt auf das Tutorial. Ihr seid abgelenkt, guckt euch das an. Oh. Guck mal, jetzt werden hier noch andere Dinge gebaut. Was gibt's hinten? Auch Fenster? Scheiße. Hinten gibt's nochmal solche Fenster. Ich mach schon Auge. Danke, Fully, du machst das ganz toll. Ich will aber, dass es eskaliert. The fuck, man. Okay, aber kommt in die Mitte auch noch mal ein Fenster oder reicht's dann?
Reicht doch so, oder? Oh. Oh. Da kommen dann so die Laternchen dran. Oh. Ah. Warte mal, das sind ja riesige Laternen, die hier. Wo kriege ich denn so große Laternen her? Warte, ist das jetzt Deko vor dem Haus? Bitte was? Na gut, das können wir ja später machen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Das sind Pilzlichter. Oh! Also, dass das Texture Pack bei ihm ein bisschen anders aussieht, weiß ich auch. Aber ich dachte gerade, das sind halt so große Lichter. Was ist denn das? Okay, hinten kommen auf jeden Fall nochmal solche Fensterchen hin. Dann machen wir die da noch hin. Pilzlichter, das waren doch diese roten Lichter, oder? Nee. Oder? Froschlichter, ein Frosch muss einen Magma-Cube killen. Bitte was? Okay, das sagt mir nichts. Dafür muss ich ins Nether. Ja, damit kann ich leben. Das sind doch in den roten Bäumen, oder? Da gab es doch so Lichter. Ich habe trotzdem nicht genug Blöcke, um das zu machen. Ja, hä, easy. An die kommt man ja easy ran. Die holen wir beim nächsten Mal, glaube ich. Hm. Viecher machen Geräusche. Ja, der Automat ist super von Twitch. Naja. Oh, viel Lava. Sicher, dass du damit leben kannst? Hä? Ich liebe Lava. Was habt ihr denn? Nimm Schwert mit in Nether. Reicht Steinschwert? Reicht Steinschwert? Ich nehme Steinschwert mit. So, für den Fall der Fälle nehme ich Steinschwert mit. Ja, aber ist doch Schwert. Faust reicht. Ja, ich glaube auch. Faust reicht doch. Reicht dann. Was will ich denn noch? Ich glaube, Eisenschwert ist besser. Nee, ich glaube, Steinschwert ist gut. Ich habe gehört, Steinschwert ist gut. Hier, Steinschwert. Vor allem, dem geht's auch noch richtig gut. Guck mal. Der hält richtig viel aus noch. Ich glaube, das Schwert nehme ich mit. Lieber Holzschwert. Oh, you're right. Vielleicht sollte ich lieber Holzschwert nehmen. Hab gehört, das ist auch gut. Okay, gut, dass wir drüber geredet haben. Ich wäre jetzt sonst mit links gemacht. Du brauchst Goldrüstung. Ich bin schon, ich bin innerlich Gold. Ja, ich leuchte innerlich. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Das ganze Bling Bling. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Klau die Pilzlichter aus Monas Baum. Nein! Ach du Scheiße. Warum seid ihr so fies? Monas Baum ist viel zu schön. Die sind viel zu schön. 1, 2, 3. Freddy kommt vorbei.
1, 2, 3. Chat, wollt ihr mir nicht noch mehr über Minecraft erzählen? Was brauche ich denn noch alles, wenn ich in dieses Nether gehe? Chat, ich war noch nie da. Was muss ich alles wissen? Pokebälle? Scheiße, wo kriege ich denn jetzt Pokebälle her? Dieses Nether. Ein Bett, um gut schlafen zu können. Stimmt, ich sollte auf jeden Fall ein Bett mitnehmen. Gut, dass ihr mich daran erinnert. Das hätte ich sonst voll vergessen. Eine neue Hose, falls ein Jumpscare kommt. Oh, ich kann nicht mehr. Die Netherlands sind sehr kalt. Du solltest einen Mantel mitnehmen. Okay, okay, ein Mantel, den habe ich auch notiert. Da du noch müde bist. Ja, das stimmt. Boah, ich könnte mich eigentlich wirklich einfach ins Bett legen jetzt. Ficken, Alter. Mann. Komm. So. Hallo. So. Oh, meine Güte. Oh. Eigentlich hätte ich jetzt Lust, mit euren Tipps wirklich in den Nether zu gehen. Das wäre schon kind of funny. Ah, Mann, ey. Ginger, no. Dann komme ich nicht wieder zurück. Ach was. Ach was. So, ich sag mal Wiggen. Wig, 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 tada! Was heißt Kekwe? Ich wollte mir gerade was Lustiges dazu einfallen lassen. Sowas wie... Keiner erträgt... Kevins Worte, keine Ahnung, nein, ich... ja, genau, keiner erträgt Kevins Werwölfe? Nee, Kecke Werwölfe. Nein, warte, das hat nichts mit Kevin zu tun. Tschau. Aber ja, ich... Nee, mir ist nichts Lustiges dazu eingefallen. Deswegen, Linia, erklär ruhig, was Kekwe ist oder so. Ich habe keine Lust. Weißt du überhaupt, wie man da hinkommt? Nein, Chat, wie komme ich in den Nether? Ihr müsst mir helfen, Chat. Oh, wo kommt denn der jetzt her? Junge. Hallo? Okay, chill halt, da oben ist in Ordnung. Keiner erträgt künstliche Wimpern. Immerhin nicht mal auf Mutter, sondern Kevin. Ich brauchte irgendwas mit K. Sein Kekwe ist ein Emote für besonders starkes Lachen. Ja genau, du lachst halt dann so. Das ist so... Fast wie so ein Wheeze. Ich stell mir mal Wheeze dazu vor. Jetzt würde jemand so... So machen, wenn er einfach lacht. Ach Mann, ey. Oh, fuck, man. Ja, das sieht wirklich süß aus. Chat, ich kann nicht. Das Haus sieht wirklich zum ersten Mal so aus, als würde es Gestalt annehmen. Kommst du hier nicht runter? Oh, du Armer.
ihr eine Donauwelle geben? Oh, ich würde Kevins Mutter gerne eine Donauwelle geben. Ah, okay, Chat. At this point. Vielleicht gehen wir nächstes Mal wirklich in den Nether und holen die Lämpchen und machen das Haus fertig. Also. Ich würde noch mal gucken, wie sehen denn noch mal die Kupferfenster Minecraft. Es gibt doch jetzt so ein Update und damit kann man doch auch Kupferfenster machen, oder? Hier, sowas hier. Kupfergitter. Das hier. Denkt ihr nicht, das würde gut aussehen? Sowas, hier, die hier. Vielleicht. Ich kann sonst auch andere Fenster probieren. Also Fenster probieren. Das ist ja, das hier sind ja keine Fenster. Aber ja. Ja, genau, Ghostry, irgendwie sowas. Ich habe ja auch schon mal mit Kupfer gebaut. Ich glaube aber, das könnte ganz okay aussehen. In den Teilen. Ist genauso der Look, den wir brauchen. Na, wir gucken mal. Wir gucken mal. Naja, auf jeden Fall. Beim nächsten Mal machen wir, glaube ich, wirklich das Haus fast fertig, glaube ich. Ich glaube wirklich, wir können das fertig bauen das nächste Mal. Ich bin amazed. Aha. Leute, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr diesen Stream dabei wart. Ich muss nochmal scheißen gehen, deswegen drücke ich euch jetzt mal weg. Ich muss ein zweites Mal kacken gehen, es tut mir leid. Danke für diesen wundervollen Stream. Danke für diese wunderschöne Woche. Ich freue mich auf nächste Woche. Da spielen wir auf jeden Fall Pokepack weiter. Und gucken mal, was wir noch Schönes, für was wir noch Schönes Zeit haben nächste Woche. Hihi, ich freue mich. Wir sehen uns auf jeden Fall. Oh, scheiße, muss ich kacken. Oh my fucking. Dankeschön für all euren Support diese Woche auch wieder. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Pokepack, yeah. Krenox, danke für 56 Monate. Und Kiaschein, danke für 21 Monate. Hallo, ihr. Es tut mir leid, wir hören jetzt auf gerade. Guten Schiss oder was man sich doch wünscht. Dankeschön. Ja, ich gehe jetzt richtig ein Abseilen. Oh, Leute, ich kann euch jetzt hinraiden zu... Oh mein Gott, wisst ihr, wo ich euch jetzt hin... Ich habe gerade überlegt, ob ich euch zu Mondi raiden soll. Aber ich habe gerade gesehen, dass Liv jetzt gleich einen Special-Stream startet. 12-Stunden-Stream. Und dass sie ein neues Model hat. Und die gute Liv, die hat für mich einige Dinge gezeichnet. Und hat es einfach verdient, ein bisschen Liebe abzubekommen. Deswegen raid ich sie mal. So, lasst ganz viel Liebe bei ihr da. Die ist anscheinend noch die nächsten 12 Stunden live. Also ihr habt noch ganz viel von ihr. Sie hat noch nicht mal angefangen. Also, let's fucking go. Lasst viel Liebe da. Liebe Grüße. Sagt, dass Liv gut riecht. Liv riecht nämlich wirklich gut. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Vielen lieben Dank für alles. Schlaf gut. Macht euch noch einen wunderschönen Sonntag. Und wir sehen uns. Ja. Bye bye. Bye, 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 peace. Ich mag meine Hände manchmal viel zu sehr.